das große Finale von Let's Dance, 20:15 Uhr, RTL, steht an und drei Paare wollen den Siegerpokal heute Abend mit nach Hause nehmen. Wem rechnet Schauspieler und Musiker Jimmy Blue Ochsenknecht, 26, die wilden Kerle, die besten Gewinnchancen aus? Das hat er im Interview mit der Nachrichtenagentur Spot On News verraten und zudem ausgeplaudert, welche seiner ehemaligen Let's Dance-Kollegen ihn besonders beeindruckt haben. Jimmy, haben Sie mit diesen drei Paaren im Finale von Let's Dance gerechnet? Jimmy Blue Ochsenknecht, ich fand es super schwer vorherzusagen. Eigentlich kommt Massimo Sinato ja immer ins Finale, auch Thomas Hermanns war so unglaublich gut und Charlotte Würdig war auch richtig gut. Aber die drei Finalpaare machen total Sinn. Ingo Glück macht eine Bombenshow und ist super lustig, Barbara Mayer tanzt so super schön und elegant und Judith Williams ist so sympathisch. Wer ist Ihr Favorit auf den Titel Dancing Star 2018? Jimmy Blue Ochsenknecht, ich glaube, Barbara wird das machen. Herr Lambi hat ja gesagt, dass sie im Standard die beste Tänzerin ist und sie hat sich so krass gesteigert. Das sieht auch das Publikum. Welches Paar hat sie in der ganzen Staffel besonders beeindruckt? Jimmy Blue Ochsenknecht, es klingt lustig, aber Iris Mareike Stehen und Christian. Iris hat ja echt teilweise richtig böse Kritiken bekommen, aber hat trotzdem weitergemacht und einfach immer alles gegeben. Hut ab! Mit wem von ihren Mitkandidaten sind sie in Kontakt geblieben? Jimmy Blue Ochsenknecht, mit Heiko und Roman Lochmann, Charlotte und Barbara war ich ja vorher schon befreundet, mit Thomas gehe ich auf jeden Fall mal einen trinken, das haben wir schon verabredet. Kakal besuche ich bald in Lissabon und hole mir Tipps für meine Kochshow. Sie mussten verletzungsbedingt aufgeben. Schrei das nicht nach einer erneuten Teilnahme bei Let's Dance im Jahr 2019. Jimmy Blue Ochsenknecht, haha, gute Idee. Dafür müsste RTL leider die Regeln ändern. Aber wer weiß, wenn genug Fans beim Sender nachfragen, machen sie das vielleicht. Renata und ich wären dabei. Werden Sie, sobald Ihre Verletzung vollständig verheilt ist, privat wieder das Tanzband schwingen? Jimmy Blue Ochsenknecht, unbedingt. Ich habe ja noch viel Kontakt mit Renata und Valentin, und bin ja auch gern abends mal feiern. Da habe ich durch Let's Dance ganz neue Moves gelernt.